Ja, hallo zu einem Webcast über unser Release Management. Ich hatte dazu eigentlich schon sehr viele Videos vorbereitet und habe die dann immer wieder zurückgehalten, einfach weil ich gesagt habe, ja, ich möchte noch was hinzufügen, noch was perfektionieren, noch was runder machen und es erst dann zeigen. Und ja, der Tag kam halt nie, an dem ich zufrieden war. Und ich mache immer wieder was an unserem Prozess. Sprich, von der Anforderung wirklich bis zum ausgelieferten Produktinkrement inklusive eventueller Schulungen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mich entschieden, ein Feature, was ich erst letzte Woche freigegeben habe, beziehungsweise umgesetzt habe, doch mal gleich zu zeigen. Das kann auch sein, dass sich das nochmal ein bisschen ändern wird. Aber ich möchte jetzt einfach nicht mehr warten. Und wenn euch auch mehr zu dem Thema, wie wir quasi wirklich von der Anforderung bis zum Produktinkrement kommen, dann schreibt mir einfach, dann werde ich da ein bisschen Gas geben. So, nichtsdestotrotz, es geht jetzt hier um eine automatisierte Release-E-Mail, die es bisher in der Form nicht gab. Bisher hat unser Produktverantwortlicher für unser hauseigenes ERP-System hat immer von Hand eine E-Mail geschrieben, wenn es denn was für die Anwender zu berichten gab. Und da ist natürlich so der kleine Nicht-Zufrieden-Mann bei mir im Kopf wieder angesprungen. Wenn man häufig etwas wiederholt, dann sollte man es versuchen zu automatisieren, wenn es sich finanziell gesehen rechnet natürlich. Da muss man auch ein bisschen den Business Value betrachten. Und da aber auch klar war, dass wir jetzt immer mehr unterschiedliche Projekte, wo dann eben solche E-Mails verfasst werden müssen, haben, beziehungsweise der eine oder andere hat es mitbekommen, wir gliedern als eigenständige Firma aus und gehen nach Karlsruhe und mit weiteren Kunden macht es natürlich Sinn, dass man dieses ganze Release-Management ein bisschen noch mehr perfektioniert. Und ja, jetzt waren wir eben an dieser E-Mail dran und das ist jetzt so eine E-Mail, wie sie künftig automatisiert generiert wird, was bisher eben von Hand geschrieben wurde. Dazu hat es haben mehrere Gründe geführt. Punkt 1 war eben dieser Aufwand. Punkt 2 ist auch wieder so ein bisschen dieses Inselwissen, weil man natürlich immer dann den Product Owner gebraucht hat, der diese E-Mail entsprechend aufbereitet und weiß, was man da reinschreiben muss und wie man es reinschreiben muss und so weiter und so fort. Und der dritte Punkt, der mir persönlich viel wichtiger ist, und zwar habe ich so eine Vision, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Anwender sehr stark an der Produktentwicklung beteiligt werden, am besten bis hin zu, dass sie Spezifikationen einreichen. Das müssen keine hundertprozentigen sein, dafür gibt es dann immer noch einen Produktverantwortlichen und einen Business Analysten, aber dass die das sehr stark in die Produktentwicklung eingebunden werden. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dem Zuschauer im jeweiligen Projekt bzw. bei dem jeweiligen Unternehmen aussieht. Aber ich höre immer wieder so auf Community-Treffen und aus dem privaten Bekanntenkreis, dass die Anwender sehr unzufrieden sind, weil eben sie das Gefühl haben, dass nicht auf sie gehört wird, dass nichts für sie umgesetzt wird und so weiter und so fort. Und deshalb war mir das primäre Anliegen, hier quasi ein bisschen so auch zu zeigen, hey, für euch wird was gemacht, wir nehmen das ernst und wir möchten euch quasi mit in den ganzen Prozess involvieren. Und wie haben wir das Ganze gemacht? Und zwar, es gibt immer so vorgestellt eine allgemeine Floskel und dann haben wir einmal gruppiert nach Abteilung und einmal gruppiert nach Mitarbeitern, das wäre dann hier unten, diese Änderungen. Und zwar immer die Änderung von der letzten Version zur jetzigen neuen, die jetzt gerade damit rausgekommen ist. Und man muss dazu sagen, dass in der Regel bei uns wöchentlich, vielleicht auch nur alle 2 Wochen mal, eine neue ERP-Version veröffentlicht wird, sodass sich das auch Ganze im Grenzen hält. Weil ich habe hier auch mal eine größere E-Mail, ja, wenn man das hier sieht, wie viel das Ganze ist. Das wird natürlich keiner lesen. Und da hat sich aber auch relativ schnell herauskristallisiert, dass das gar kein Problem ist, weil wir eben sehr häufig releasen und manchmal mehrmals in einer Woche und dann kann gar nicht so viel zusammenkommen. Nichtsdestotrotz hat die Lösung auch schon ein paar Filter integriert, sodass quasi Unwichtiges oder sagen wir mal Anforderungen, von denen wir denken, die sind nicht lesenswert für den eigentlichen Anwender, dass die rausgefiltert werden. Ja? Und das Ziel sind dann eben solche kleinen E-Mails, wie jetzt beispielsweise hier oder beispielsweise hier, die nur die relevanten Daten und dann auch so aufbereitet, dass der jeweilige Anwender genau das lesen kann, was ihn betrifft. Also Beispiel, ich bin ein Anwender aus dem Einkauf,
Dann lese ich das, was unter Einkauf steht. Gegebenenfalls gibt es hier oben noch die Abteilung Alle. Ja, das ist dann natürlich für alle, das ist immer vorangestellt. Und dann gibt es hier unten noch nach Mitarbeiter. Jetzt muss man über dieses Mitarbeiter noch Folgendes wissen. Ihr seht auch hier gemeldet von, muss man Folgendes wissen. Da war auch der Hintergrund, dass die Anwender ja durchaus dann eben mal von selbst an uns was melden. Und das wollte ich immer mit erfassen. Ja, damit man eben diese Person auch so ein bisschen hervorheben kann, da sieht man dann, ach, ja, der hat was eingebracht, vielleicht sogar etwas, worauf ich selber schon lange gewartet habe. Und oder es könnte auch ein Feature sein, das wir speziell für diesen Anwender umgesetzt haben oder für diese Anwender mehrere. Und weil wir eben gesagt haben, ja, wir setzen jetzt auch mal ein Feature um, das nur für ein oder zwei Anwender ist, einfach weil wir sehen, dass es den erheblich Zeit kostet. Und so wollen wir quasi ein bisschen symbolisieren, ja, es ist gewünscht, dass ihr euch einbringt. Und ja, wir nehmen euch ernst und wir setzen auch für euch dediziert Sachen um. Ja? So, und wie kommt das Ganze zustande? Also ich habe ja hier von dieser Versionsnummer gesprochen. Wenn wir diese E-Mail anschauen, da war die letzte Versionsnummer die 4304. Und der nächste Release war dann eben der 4316. Also wie man sieht, wir machen hier wirklich sehr kleine Produktinkremente. Und das, was da jetzt als Differenz von der letzten Version bis der jetzigen umgesetzt wurde, wenn es nicht über irgendwelche Filter quasi von der Anzeige ausgeschlossen wurde, ist dann das. Und das wird eben so aufbereitet. Jetzt mal ein kleines bisschen in die Technik reinzugehen. Das könnte dann so aussehen. Ich mache das hier vielleicht nochmal anders. Und zwar wäre das Tech-Issue. Man soll es zwar nicht haben, aber man hat es am Schluss halt dann trotzdem doch. So könnte eine Abfrage aussehen. Also hier wäre jetzt dieses Projekt, um das es geht. Das ist unser eigenes ERP-System. Das könnte es auch ein anderer Kunde oder ein anderes Projekt sein. Ich habe die Konvention, vorne steht der Kunde und hinten dran steht das Projekt. Das hat auch die Bewandtnis, weil es im Wiki so gemacht ist. Da haben wir auch wieder das Thema Anwender integrieren. Ja, das verfolgen wir sehr konsequent und die sind da auch schon eingebunden, dass diese Wiki-Einträge von den Anwendern selbst mit verfasst und gepflegt werden. So, und jetzt hätten wir quasi hier so diese Abfrage, zwischen welchen Builds wurde es gefixt. Das heißt, ich könnte jetzt hier die 4316 und die 4304 eintragen. Diese Information kommt übrigens über das Build-System selbst mit. Also für die Techies unter euch ist diese Information primär relevant. Und dann haben wir zum Beispiel ein Subsystem, was primär immer ausgeschlossen wird, aber das können wir auch konfigurieren. Ich zeige das ganz kurz. Das ist hier konfigurierbar. Da könnte auch noch mehr reinkommen. Wenn man also mehrere Subsysteme hat, von denen man sagt, die sind nicht relevant, beispielsweise Dienste. Ja, wenn man Subsystem Dienste hat, ja, was interessieren Dienste großartig die Anwender? Allerdings, wenn es natürlich jetzt ein Druckdienst ist und der häufig Mucken macht und die Leute sich da beschweren, dann könnte es natürlich doch wieder relevant werden. Und ja, da muss man sich halt im Vorhinein ein bisschen Gedanken machen, muss auch ein bisschen das Ganze analysieren und ansonsten einfach mal anfangen und dann kann man ja das kontinuierlich verbessern. Und bei uns gibt es dann auch noch diesen Department-Filter. Der ist noch aktuell noch nicht konfigurierbar, wie man hier sieht, aber der wird noch konfigurierbar gemacht werden. Und wenn man mal eines von diesen Issues anschaut, dann sieht man hier das Ganze. Einmal hier das Projekt, klar. Dann dieses Subsystem. Wenn was eingetragen ist, wird es immer dann vorangestellt, wie wir hier sehen. Ne, hier steht dann nicht vorangestellt, sondern doch vorangestellt. Druckdienst und Auftragsverwaltung und EDI und so weiter und so fort. Das sind bei uns die Subsysteme. Dann gibt es Departments, da kann man mehrere anhaken. Man könnte jetzt, wie gesagt, auch alle anhaken. Dann wird es der E-Mail immer vorangestellt und es ist eben für jeden lesenswert. So. Dann ist dieses Relevant To. Wir arbeiten immer mit internen Mitarbeiterkürzeln, die sind eigentlich jedem bekannt. Und hier muss man auch nicht so viel pflegen bei uns, einfach aus dem Grund, weil wir nicht jeden Tag in den Abteilungen, für die das überhaupt relevant ist, 20 Leute einstellen. Ja, also das haben wir jetzt einmalig gepflegt und da muss man ganz selten was nachpflegen. Und das sind dann quasi diese Kürzel, die hier stehen oder die hier stehen. Ja, kann man auch mehrere Leute anhaken. Und dann haben wir noch so ein paar nette Gimmicks, wie beispielsweise, wir nehmen immer den Titel hier oben, außer das wird übersteuert über diesen Release-Infotext. Wenn man sagt, ja, wir brauchen einen Titel, der ist nicht passend für die E-Mail, den möchten wir zwar hier drin verwenden, aber den möchten wir in der E-Mail übersteuern, dann haben wir quasi diese Möglichkeit auch noch. Ja, also da haben wir im Prinzip, so wie wir es brauchen, für uns das dediziert angepasst. Der ist in 95% der Fälle leer.
Aber haben gesagt, ja, wir möchten schon einen Titel haben, wo die Leute dann auch zu angeregt werden, überhaupt diesen Links hier zu folgen. Ja. Für die, die mit Qcheck ohnehin arbeiten, der kurze Hinweis, es gibt auch automatisierte Release-Ansichten quasi in Qcheck. Ich möchte jetzt gar nicht zeigen, wie das geht. Nur muss man dazu wissen, Qcheck selbst verwendet das für die eigenen Releases übrigens. Nur war das für uns nicht so formatiert und so aufbereitet, wie wir das wollen, um das Ziel zu erreichen, dass die Anwender da quasi abgeholt werden. Ja? Und der zweite Punkt war eben, wir wollten das ganze Konzept möglichst flexibel gestalten, damit man das für beliebige Kunden, für beliebige Projekte umsetzen kann. Ob das so gelingt, das werden wir bald sehen, weil jetzt soll diese Funktionalität als nächstes in ein weiteres Projekt einfließen von einem anderen Kunden, also von einer Tochtergesellschaft. Ja, so viel dazu. Also das Ziel habe ich ja hoffentlich klar vermittelt. Und das ist jetzt nochmal der erste Ansatz, wie wir das versuchen zu unterstützen oder zu erreichen, dieses Ziel. Und ich bin mal gespannt, was da an Feedback kommt, auch von jetzt dem jeweiligen Zuschauer. Vielleicht habt ihr da was Interessanteres oder habt noch ein paar Ideen. Und natürlich auch von den Anwendern, die jetzt hoffentlich auch dieses Video schauen. Ja, wenn euch weitere Videos zu unserem kompletten Release-Management, also wirklich von der Anforderung bis zum Produktinkrement interessieren, dann schreibt mir das einfach und dann versuche ich dann möglichst bald was nachzuschiffen. Bis dann.